Moin meine Freunde des magisch und mystischen, willkommen zurück zum nächsten Part von Paper Mario. Wir sind kurz davor, uns gegen die Koopa-Brüder zu stellen. Und hier sind sie wahrscheinlich. Oder? Seid ihr bereit? Hey, Melanzano, was machst du denn bei dich, Mann? Schwing die Hufe. Au, mein Panzer, geh runter. Warte mal. Wow. Oh, mein Bate des Citronello, was machst du da? Sieht total bescheuert aus. Okay, warte, ich bin bereit, Pomodoro. Endlich, los geht's. Man sieht immer cool aus, Jungs. Ja! Digga! Wer? Ich hab schon auf dich gewartet, Mario. Ich bin der Stärkste und Coolste. Sieh die Macht des großen, bösen König Bowser. Es ist Zeit, deine närrischen Ideen aus der herauszuprügeln. Prinzessin Peach retten? Ich bitte dich. Pass auf und weine. Digga, was? Komm, Mario, schnell! Sag was. Bowser? Sieht ein bisschen lahm aus. Ich meine, lahm ist er sowieso, aber maximale Kapazität 10, Angriffskraft 1, Verteidigung 1. Sieht Bowser wirklich so aus? Ich habe ihn viel furchterregender in Erinnerung. Geowned. Okay, wir fangen direkt mal an. Mit einem Schäfchen, würde ich sagen. Was? Er blockt? Ah, okay. Ich bin unbesiegbar. Du bist machtlos gegen mich. Okay, warte ab. Wenn das dem nichts anhaben kann, dann werden wir aber jetzt hier die Seiten auffahren. Ich weiß nicht, ob man auf ihn springen kann. In manchen Mario-Spielen kann man es, in manchen Mario-Spielen nicht. Wir werden sehen. Kann man, aber er macht keinen Schaden, weil er... ja, eine Verteidigung hat. Was ist los mit dir? Das macht ja, gar keinen Spaß. Du kannst mich nicht mal ankratzen. Wart nur ab. Mitglied wechseln, wir gehen mal auf Bombett. Oh, blocken ist ja ultra schwer, habe ich das Gefühl. Oha, ha. Du Schwächling, ich kann nicht aufhören zu lachen. Okay, und da backt der Text wieder, man kennt ihn. Aber jetzt, Mario. 5 Schaden. Und Bobette, Body Slam. Vier nochmal. Du bist vielleicht lahm. Bist immer so schwach. Der nächste Teil sollte heißen Paper Bowser. Ach komm, laber nicht. Tschüss. Oh nein, das Kostüm war perfekt. Bowser hat es so gefallen. Ja. Und da sind sie nur schon. Michelangelo, Raphael, Donatello und
Leonardo, stimmt, genau. Da sind die vier. Jetzt kommen die Cooper-Brüder. Ach, ganz ehrlich, ich denke, ich habe eine Chance. Oh, sie fusionieren sich. Okay, Mario. Koste hiervon. Dann müssen wir wieder auf Gumbario wechseln jetzt. Unsere Spezialität, Superwirbelattacke. Vier! Oh mein Gott. Gumbario, scannen. Cooper-Brüder. Die Cooper-Brüder haben einen Cooper-Turm geformt. Maximal KP, keine Ahnung. Angriffskraft weiß ich auch nicht. Verteidigung. Digga, hier steht gar nicht so viel Wikipedia über die. Sie hat über den Beitrag wieder vergessen auszufüllen. Und irgendwelche Verlinkungen zu machen. Naja, ich bin mir nicht sicher. Solange sie in dieser Form sind, können sie eine Wirbelattacke ausführen. Schlag sie mit dem Hammer, damit sie aus dem Gleichgewicht kommen. Danach wird sie jeder Angriff umwerfen. Setzt du eine Explosionsattacke ein, kannst du sie alle sessig zu Fall bringen. Der Kampf ist so gut wie gewonnen, wenn du sie aufs Kreuz legst. Knöpf dir einen nach dem anderen vor. Das ist gut, okay. Aber wir können die nicht auswechseln, weil wir müssen die nochmal einzeln scannen, sehr wahrscheinlich. Wegkippen! Baumfeld! Oh mein Gott! Bin ich tot. Oh mein Gott. Mario. Nein. Fall doch um. Ah, jetzt kommt Mario, hau sie um. Scannen. Das ist Asparago. Er sieht genau wie ein normaler Cooper aus. Maximal KP 5, Angriffskraft 1, Verteidigung 1. Er verfügt über ein bisschen Verteidigungskraft, aber wenn du auf ihn springst, hat er dennoch auf dem Rücken. Lass ihn uns schnell umwerfen, ansonsten könnten die Brüder einen Turm bilden und ihre Spezialattacken einsetzen. Ja, wir brauchen jetzt ein paar Runden, um die alle zu scannen, aber Mario kann die nach und nach ausschalten, denn wir haben ja noch mal den Powersprung. Ja, fast tot. Scanner. Das ist Citronello. Erinnert mich ein wenig an Limonade. Ist das nicht komisch, mitten im Kampf an so etwas zu denken? Naja, maximal KP 5, Angriffskraft 1, Verteidigung 1. Er verfügt über ein bisschen Verteidigungskraft, aber wenn du auf ihn springst, landet er dennoch auf dem Rücken. Lass ihn uns schnell umwerfen, ansonsten könnten die Brüder einen Turm bilden und bla 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 bla. Das ist hier auf dem Wikipedia-Beitrag, steht wie immer einfach dasselbe. Kann ich mit... Ja, perfekt. Das ist eine tot und die anderen liegen alle wieder und können mir keinen Schaden machen. Bam. Die werden alle wohl 5 Leben haben, denke ich. Heißt, wir müssen aufpassen. Okay, dann scannen wir die nächsten. Und dann machen wir die nächste Runde, können wir die alle durchaus fertig machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Sternpunkte gibt einer, okay. Das ist Melanzan. Schwarz scheint in zu sein. Maximal KP 5, Angriffskraft 1, Verteidigung 1. Naja, Wikipedia-Beitrag, wie immer derselbe, kennt sie nämlich auswendig, Mario. Macht sie einfach schnell kaputt. Kein Problem. Das ist kein Problem. Mario macht kurz die BP einmal aufsprechen mit dem Honigsirup. Denn wir können ja ewig umleben, ein Powerblock haben wir ja noch. So schlimm ist das also alles nicht. Items, Powerblock.
Der hatte hintere noch ein Leben. Also, die haben alle noch ein Leben dann. Das heißt, wir müssen jetzt auch ganz dringend scannen, weil sonst wird es eng mit dem. Das ist Pomodoro. Er ist der Anführer der Cooper-Brüder. Na gut, der Name passt auch dazu, dass er rot eingezogen ist, ne? Rot sind die Tomate, ne? Aber alles in allem ist der auch nur ein Cooper. Maximal KP 5, Angriffskraft 1, Verteidigung 1. Und wieder mal dasselbe Bullshit eigentlich hier wie auf Wikipedia immer. Naja, meine Güte, was soll man machen, ne? Ich hab gedacht, wir würden verlieren, aber jetzt machen wir die fertig. Also einer wird es wohl nochmal schaffen, aufzustehen, einer, aber das war's dann auch. Zack, 16. 16 sind dann 32 Punkte, Sternpunkte ist gut. Kopfnuss, los Gumbario. Bam. Ja, und einer steht halt nochmal auf, aber angreifen wird er eh nicht können. Naja, belastender Hase. Mario, kill ihn. Zack. Da sind sie down. Wow. Ja, bye bye. Belastnase. Hallo, lass uns hier raus. Nö. Oh, da ist was. Soll die auf der Rückseite schwarz sein, die Karte? Man weiß es nicht. Ich will's haben, gib her. Das heißt, ein paar Bugs haben wir halt in dem Spiel, aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir können spielen. Und damit haben wir es geschafft. Kapitel 1 ist abgeschlossen. Wir haben den weisen alten Stern befreit. So besiegten Mario und seine Freunde die Cooper-Brüder und retteten einen der edlen Sterne. Doch noch immer werden 6 der Sterne vermisst und warten voller Hoffnung auf ihre Rettung. Die Zukunft des gesamten Königreiches, des Sternhafens und natürlich der Prinzessin liegen in den Händen von Mario und seinen neuen Freunden. Das Abenteuer hatte gerade erst begonnen. Richtig, Leute! Speicher und weiter. Wir haben das erste Kapitel abgeschlossen. Und jetzt geht es wieder mit einer kleinen Szene bei Prinzessin Peach weiter, ne? Ich frage mich, was Mario wohl gerade macht. Ob er vielleicht verletzt ist? Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Es geht ihm sicher gut, Prinzessin. Ich wette, er ist gerade dabei, die Sterne zu retten. Ja, du hast recht, Twink. Ich muss stark sein. Ich muss mich darauf konzentrieren, einen Weg hier herauszufinden. Aber vor der Tür stehen jede Menge Wachen. Und du kannst unmöglich durch das Fenster entkommen. Oh, warte eine Minute. Ich erinnere mich, dass mir der Minister gesagt hat, es gäbe in diesem Raum einen Geheimweg. Twink, hilf mir, danach zu suchen. Cool, tolle Idee. Und das ist cool, denn jetzt können wir Peach steuern. Wir können zwar nicht springen oder sowas, aber wir können uns bewegen. Und es gibt einen Geheimgang. Okay. Wir werden das im nächsten Part weiter erörtern. Wir stellen uns auf den Balkon. Gucken in die Ferne. Und ich danke euch fürs Zusehen. Lasst ein Abo und ein Like. Das würde mich super freuen, wenn ihr das tun würdet. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Paper Mario. Bis dann und ciao.